Ja. Ah ja. Gerade ein kleines Problem gehabt. Ich habe gerade die Folge aufgenommen und dann sagt mir mein Rechner auf einmal: Nö, du hast keinen Speicherplatz mehr. Gott sei Dank habe ich gerade erst angefangen. Da waren es bloß 2 Minuten, die ich aufgenommen habe. Also 2 Minuten fehlen euch jetzt hier. Da gab es epischste Szenen. Ich habe Kreorke gesehen, Rayquaza, Mewtwo, alles auf einem Haufen. Die haben eine Tee-Party gefeiert. Habt ihr jetzt leider nicht gesehen. Es tut mir echt leid. Aber ich hab's gesehen, deswegen. Das genau. So, Kraftwurzel für Kronowitz. Fall. Auch nicht effektiv. Wahnsinn. Au. Versuchen wir's mal. Oh, unser kleines Kronowitz wird besucht. Oh Mann. Milzer. Milzer. Im Ernst jetzt, du bist ein A. Hat es überhaupt irgendwelche Schwächen? Das war's von Milzer. Müssen bloß aufpassen, ich will es nicht gleich kopieren lassen. Was hat denn das für ein... Au.
Flunschlick. Was zur Hölle? Flunschlick wurde man da. Das Leben in dem. Das Leben inmitten von starken Eisen. Von starken eisenhaltigen Schlamm führte dazu, dass es einen robusten Körper aus Stahl entwickelte. Bodenstahl, hab ich mir schon so gedacht. Wir haben ja vorgesorgt. Mit Vitalkraut. Geht gleich alles wieder los. Mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz an die Dampf ablassen. An dir Dampf ablassen. Ah. Na dann mal los. Im Ernst? Das ist natürlich ein Gestein-Pokémon, ne? Aber Kronewitz schafft das schon. Das schaffen wir. Wir schaffen das. Antikraft könnte uns... Au. So, ne, Beutel, ne. Flicker, los. Katapult. Au. Das ist dein Ende. Gyarados Level 27. Super geil. Nach dieser Niederlage ist der Übermut verflogen. So, Beutel. Kraftwurzel. Wir wissen jetzt, wo wir einkaufen gehen, ne? Drei Finsterbälle. Ein mysteriöser Ball, geeignet für den Einsatz in der Nacht oder am dunklen Orden. Wollte gerade sagen, es gibt doch glaube ich keine Nacht hier. Ich hab's gewusst. Haben wir denn Pokémon, was dagegen sehr effektiv ist? Ich glaube nicht. Doch, Boden. Unser Gymstick.
Setz mal Zauberblatt mal ein, hä? Der mit seiner Assi-Vergeltung. Oh. Milzer ist Level 27, Drachentanz. Milzer, Milzer, Milzer. Ja, alles klar. So. Kaskade. Das ist cool animiert. Zwölllock, erreicht Level 26. Wir müssen uns demnächst mal ein Pokémon suchen, dass wir das dadurch ersetzen. So. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit, also lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir mal meine Muskeln. Na dann, aber hallo! Ein Kriegling. Okay. Wohl ein Kiesling wäre auch eigentlich. Eine nette Abwechslung. Hm?
Tackle. Und schon sind wir wieder voll live. Praktikabel, ist das ein Kampf-Pokémon? Könnten wir ja Kranowitz wieder einsetzen. Praktikabalk. Ja, ist ein Kampf-Pokémon. Kranowitz erreicht Level 30. Für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Ja, wohl wahr. Pokémon. So. Kann jetzt Garados bis 30 leveln und dann kommt noch Kirillia und Milzer dran. So, komm. Knöcher. Ein Schutzschild, okay. Bam, bam. So. Griffklaue. Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer von Klammergriff. Oho. Verzeihung. So. Gymsticks wird bald Level 32, Kirillia 28 bald und Garados auch bald 28. Super geil. Hey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an der Arena Challenge teil, stimmt's? Manometer, ein echter Arena Challenger, das schreit nach einem Kampf. Hey, was ist denn hier los, Emily? Ist das dein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder.
Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade miteinander in einem tiefsinnigen Gespräch mit den, der da. Macht Platz für Hub, dem zukünftigen Champ. Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Wenn dir das nicht lustig genug war, können wir ja gerne kämpfen. Ein echter Trainer zaubert einen guten Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen, Andy. Bist du bereit? Jupp. Unsere Fehlung für die Arena-Challenger stammt vom Champ höchstpersönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Pfeh, dann passt mal schön auf, wir zeigen euch, wie hart es bei den Challengers zugeht. Was tun diese Knilche sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. So. Garadax sieht übelst krass aus eigentlich. So. Gardas versucht Regentanz zu erlernen. Na warum nicht? Guerilla versucht Charme. Nee, Charme brauchen wir nicht. Okay, die haben sogar noch welche. Es fängt an zu regnen. Leoparder. Hui. Das ging aber richtig ins Gesicht. So.
Dun, 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 dun. Nein. Ach so. Alles klar. Ich würde sagen, das war's. Jetzt können wir selber einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich nicht mit einer Tröte erschreckt hätte. Jetzt checke ich das erst. Diese Knilche ist der kleine Bruder vom Champ. Seufzt hätte ich nur auch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team Yelp so schnell keinem was vor. Ab durch die Mitte. Du bist langsam eine Spitze, Emily, aber kein Wunder, bist ja auch meine Rivalin. Aber von Kabu fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts, gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Lalalalalala. Reißlaus. Sie sind natürliche Reinigungskräfte und fressen alles inklusive vergammelten Essen und Müll. In der Nähe ihrer Nester ist es immer sauber. Pokéball los! Was soll das denn? Oh, jetzt kommt da ordentlich EP. Kamalm-Eindruck. Dieses von Natur aus aggressive Pokémon beißt seine Beute mit seinem kräftigen Kiefer, der selbst Eisenstangen zermalmen kann. Müssen wir auch kurz im Pokédex gucken. Borschuft. Alles klar.
ein bisschen Ruhe. Warum nicht? So. Milza, Level 28. Milza. Pokémon Beutel, genau.